Anjing, herzlichen Glückwunsch, du stehst im Achtelfinale. Gerade gegen Christina Kellberg. Erstes Satz war noch ein bisschen schwer, aber dann war es souverän. Ja, also ich habe ihr Spiel analysiert gestern, habe gesehen, die ist ganz so schlecht gegen Abwehr und trainiere öfters mit Mannschaftskollegin Linda und dachte mir, das wäre sicher ein schweres Spiel. Aber ich habe heute auch gut gespielt. Du hast heute schon das zweite Mal auf dem Center Court gespielt. Wie gefällt es dir hier in München, auch vor dem heimischen Publikum, in dem ganzen Setting? Und inwiefern hilft dir das vielleicht auch? Ich habe das Gefühl eigentlich schon vermissen. Damals so öfters German Open, auch viele Veranstaltungen hier. Und durch Corona haben wir zu wenig in Deutschland gespielt. Und also ich freue mich immer, so deutsche Zuschauer zu sehen und die auch uns anfeuern. Und das ist so ein gutes Gefühl. Tja, und jetzt wartet eventuell wieder Sabine. Wir hoffen, dass sie ihr Spiel gleich gewinnt. Für dich wahrscheinlich eins der unangenehmsten Lose, die du hättest erwischen können. Du hast zuletzt bei den deutschen Meisterschaften verloren. Hast du dir da schon, du wirst sie nicht verraten, aber einen Plan zurechtgelegt, wie du dann in das Spiel gehst, sofern es dazu kommt? Also Plan werde ich nicht sagen, aber ich freue mich auch immer gegen sie zu spielen, weil die ist meine Mannschaftskollegen und ich freue mich, wenn sie gewinnen. Und zumindest, wenn wir morgen gegeneinander spielen, eine geht weiter. Das ist auch gut für Deutschland. Für mich ist es halt so, ich habe nichts zu verlieren. Letztes zweimal habe ich verloren und jetzt probiere ich mal. Und sie hat mehr Druck wahrscheinlich.